Einen schönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen hier im Radiokulturhaus. Es ist ein bisschen gespenstisch hier, aber ich begrüße vor allem die Zuseher im Stream an ihren Endgeräten. Danke einmal für die Möglichkeit, hier im Radiokulturhaus diesen Preis zu verleihen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man Kulturstädte bekommt in der heutigen Zeit, und ich bin ganz dankbar dafür, dass wir das heute hier so machen können. Sehr geschätzte Preisträgerinnen und Preisträger, werte Damen und Herren von den Rundfunkstationen und Printmedien, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Erwachsenenbildung, hohe Jury, es ist mir eine große Ehre, als Vertreter des Ländlichen Fortbildungsinstitutes, ich bin der Geschäftsführer davon, mein Name ist Bernhard Keiler, und im Namen der KEBÖ diesen Radiopreis, diese Preisverleihung zu eröffnen. Die KEBÖ ist die Arbeitsplattform der Erwachsenenbildung, der 10 Verbände der gemeinnützigen Erwachsenenbildung, und wird in einer PowerPoint vorgestellt. Die PowerPoint wird dann im Anschluss zu sehen sein. Mit diesem Preis werden jene Radiosendungen ausgezeichnet, die nach Inhalt und Form sowie Gestaltung und radiogerechte Darbietung erwachsenenbildnerisch als besonders wertvoll angesehen werden. Eingereicht wurden insgesamt 153 Sendungen, die vom ORF sowie von 12 privaten und freien Sendern im Zeitraum vom 1. September 2019 bis 31. August 2020 erstmals ausgestrahlt wurden. Die Vorauswahl war eine große Herausforderung für die Jury mit dieser Menge an Sendungen und auch ein Vergnügen. Ich wollte nur dazu sagen, wir haben insgesamt 200 Stunden Beiträge gesehen. Wenn man das umrechnet in Arbeitstage, das sind insgesamt 25 Arbeitstage, die wir nur die Sendungen angehört haben. Wie gesagt, es war trotzdem ein Vergnügen. Die Preise werden in der Kategorie Kultur, Information, Bildung und Wissenschaft, interaktive und experimentelle Produktionen und in der Kategorie Sendereien vergeben. Am 25. November 2020 hat die Hauptjury, bestehend aus Journalistinnen und Journalisten, Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner und einem Medienwissenschaftler, die besten 5 Sendungen ausgewählt für den 23. Radiopreis der Erwachsenenbildung. Ich darf nun die Verleihung des 23. Radiopreises für eröffnet erklären und wünsche Ihnen viel Vergnügen mit diesen Beiträgen. Und darf jetzt auch die Radiodirektorin Frau Monika Eigensberger auf die Bühne bitten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich, alle, die hier im Radiokulturhaus anwesend sind und alle, die uns zuschauen via Video-Livestream. Wir haben ein außergewöhnliches Jahr hinter uns. Corona warf so vieles durcheinander. Die Wünsche, Sorgen, Themen in der Gesellschaft wurden von der Pandemie überlagert und änderten sich. Für Radiomacherinnen war das Jahr 2020 darum in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung. Sowohl inhaltlich als auch von den Gestaltungsabläufen musste vieles neu gedacht und umgesetzt werden. Das Radio bietet Orientierung und vertiefende Berichte, bietet ein breites, auch unterhaltendes Programm und gleichzeitig eine intensive Auseinandersetzung mit viel Detailgenauigkeit und war im Jahr 2020 ein unverzichtbarer Begleiter für viele Menschen, gab Halt und Zuversicht. Dies verdanken wir allen Radiomacherinnen, die innovativ und kritisch die neuen Lebensbedingungen in Hörerlebnisse umwandelten. Radio erschafft neue Welten, Gefühlswelten, Denkwelten, Erlebniswelten. Deswegen ist Radio als Medium ein unverzichtbarer Träger der Erwachsenenbildung, der politischen Bildung und eine wichtige Grundlage für Kulturschaffende, die ihre Beiträge einer breiten Bevölkerung vorstellen können. Nach einem Jahr der Distanz vom Distance Learning zum Social Distancing hat sich gezeigt, dass ein Distanzmedium wie das Radio Nähe und Beteiligung, Informiertheit
und gemeinsame Reflexion ermöglichen und aufrechterhalten kann. Auch wenn die Radiobeiträge aus der Ferne kommen, so gehen sie dennoch nahe und berühren. Radio stellte Kontakt her, wo Kontakte eingeschränkt oder unmöglich waren. Ich freue mich besonders, dass viele Kulturinteressierte, politisch Interessierte, an der Wissenschaft Interessierte und Kulturschaffende nicht nur passiv am Radio partizipieren, sondern auch aktiv an der Gestaltung von Radioprogrammen teilnehmen, weil sie das wollen und für wichtig halten. Das unterstreicht die Lebendigkeit des Mediums Radio und macht es weiterhin unverzichtbar, spannend und ereignisreich für die große Zahl der Hörer und Hörerinnen. In diesem Sinne danke ich allen Mitwirkenden des Radiopreises der Erwachsenenbildung und gratuliere allen Preisträgerinnen sehr, sehr herzlich. Vielen Dank, Frau Eigensberger. Herzlichen Dank auch dafür, dass wir die heutige Festveranstaltung hier im Radio Kulturhaus durchführen dürfen. Es gibt keinen stimmigeren Ort als das Radio Kulturhaus für die Verleihung der Radiopreise der Erwachsenenbildung, auch und gerade unter den Bedingungen, wie wir sie heute vorfinden. Aber wir haben ja sehr viel zu feiern und das lassen wir uns garantiert nicht nehmen. Mein Name ist Gerhard Bisowski, ich bin der Sprecher der Jury und ich darf Sie im Namen der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs zur heutigen Veranstaltung sehr herzlich begrüßen. Es wurde schon gesagt, 18 Sendungen wurden nominiert, 18 Sendungen aus insgesamt 153, die für den Radiopreis eingereicht wurden. Und diese 18 Sendungen, diese 18 nominierten Sendungen sind bereits das Beste aus sehr, sehr guten Sendung. Das heißt, jede Nominierung ist bereits eine Auszeichnung für sich und wir möchten daher allen Nominierten sehr, sehr herzlich gratulieren. Wir werden heute alle nominierten Sendungen kurz vorstellen und das machen wir in bewährter Art und Weise zu zweit. Katharina Gruber, sie ist Radiopreisträgerin vom vergangenen Jahr und mittlerweile Redakteurin für Zeit im Bild und Universum History. Sie wird gemeinsam mit mir, Sprecher der Jury, die Veranstaltung moderieren. Frau Gruber, ich darf Sie nun auf die Bühne bitten. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir gleich mit der ersten Kategorie Kultur. Welche Sendungen wurden hier nominiert? Bitte. In der Kategorie Kultur wurden nominiert das Ö1-Hörspiel Lass dich heim, Geigenvater oder Den Tod ins Herz mir schreibe von Alice Elstner nach einem Text von Josef Winkler. Elstner inszeniert den Text Winklers an seinen verstorbenen Vater. Warum hast du geschwiegen? Warum hast du es wohl verschwiegen, auf welchem Boden wir stehen? Dies fragt Winkler seinem Vater nach seinem Tod, denn erst dann erfährt er, dass 1945 in einem Feld in seiner Heimatgemeinde im Kärntner Trautal der Leichnam von Odilo Globocznik verscharrt worden ist. Globocznik war als Leiter der Aktion Reinhardt in der NS-Zeit für die Ermordung von fast 2 Millionen Menschen, Jüdinnen und Juden, Romnia und Roma aus dem besetzten Polen verantwortlich. Außerdem nominiert Eure Heimat ist unser Albtraum, eine Sendung von Maschima Kalweit, ausgestrahlt auf Radio Orange in der Sendung Radio Stimme. Kalweit nähert sich dem Begriff der Heimat über das Buch Eure Heimat ist unser Albtraum, herausgegeben von Fatma Aydemir und Hengame Jacobi Farah. Die Autorin, also die Gestalterin, fragt sich und die Autorinnen des Buchs, ob der Begriff der Heimat dem rechten Eck entrissen und positiv umgedeutet werden kann. Sie beantworten die Frage klar mit Nein, da der Begriff so eng mit Rassismus und Ausschluss verknüpft sei. Der dritte nominierte Beitrag in der Kategorie Kultur ist Die Ikone Beethoven, Rezeption eines Genies von Andreas Maurer, gestaltet für die Ö1-Sendung Radiokolleg. In 4 Teilen geht Maurer der Frage nach,
Wie wird man zur Legende? Er erzählt die Geschichte des Kultes rund um Ludwig van Beethoven, der schon zu dessen Lebzeiten begann und bis ins Heute anhält. Er zeigt auch, wie breit die Projektionsflächen sind, die der Komponist Beethoven zu bieten hat, von der Identifikationsfigur des liberalen Bürgertums bis zur Vereinnahmung durch totalitäre Herrschaft. Danke, Frau Gruber. Der Radiopreis der Erwachsenenbildung in der Kategorie Kultur geht an Alice Elsner für die Sendung Lass dich heimgeigen, Vater oder den Tod ins Herz mir schreibe. Wir gratulieren sehr, sehr herzlich. Lieber Tate, böser Tate, warum hast du geschwiegen? Warum hast du es wohl verschwiegen? Denn du musst, wie all die anderen Dorfleute, wenn du uns deine Kriegserlebnisse und Kriegsabenteuer erzählt hast, vor allem zu Allerheiligen und aller Seelen, zu Ostern oder im Frühherbst beim gemeinsamen Türkenfedern im Stall vor dem Almabtrieb oder wenn wir auf den Feldern gearbeitet haben, auf dem Spitzanger, im Kirchenfeld, auch auf den sogenannten Sautraten. Du musst es gewusst haben. Gib's zu, mein Tate. Gib's zu, dass im Kärntner Trautal, in dem wir aufgewachsen sind, kaum einen Kilometer von unserem kreuzförmig gebauten Heimatdorf Kammering entfernt, auf den Sautraten, einem Gemeinschaftsfeld von mehreren Bauern, wo wir als Kinder gearbeitet haben, dass der aus Kärnten stammende Judenmassenmörder Odilo Globocnik verscharrt worden ist. Warum hast du uns nicht erzählt, auf welchem Boden wir stehen? Warum hast du uns nicht erzählt, auf welchem Boden wir stehen, wenn wir auf den Sautraten über dem weitgestreckten Skelett des Nazi-Bluthundes, der sich auch noch Globus und König nannte und sich gebrüstet hat mit den Worten, 2 Millionen haben wir erledigt. Wenn wir Kinder mit Eltern, Magd und Knecht auf diesen Sautraten den Rocken für das tägliche Schwarzbrot. Den Rocken für das tägliche Schwarzbrot. Den Weizen für das Weißbrot und den Hafer für den Futterdruck deiner Zugpferde. Für den Futterdruck deiner Zugpferde. Für die Onger und für den Fuchs eingebracht haben. Oder auf diesem Fleck Erde, in dem der Leichnam des Judenmassenmörders verscharrt worden ist, die reifen Türkenkolben aus dem Maisfeld geerntet haben. Vom langen, hochgewachsenen, dahinwelkenden, 3 Meter hohen Gestänge gebrockt, auf einen Wagen geworfen, an dem die schwergewichtige Unger angespannt war, mit den schwarzen Totengrenzen der blutsaugenden Bremsen um die vereiterten Augen heimgebracht haben und nach der Ernte aus den Sautraten am Abend im Stall auch noch gesellig beim Türkenfiedern zusammengesessen sind, bei ein paar Krügel Most für die Erwachsenen, Himbeersaft für die Kinder, ein paar Leute aus dem Dorf gekommen waren und mitgeholfen haben. Auch der verschwiegene Onkel Peter war regelmäßig dabei, der im Zweiten Weltkrieg 3 Brüder im jugendlichen Alter verloren hat. 18, 20 und 22 Jahre alt sind sie geworden, die 3 Onkel, die ich nie kennengelernt habe und die auch die älteren Brüder meiner Mutter waren. Der eine wollte Pfarrer, der andere Mechaniker, der dritte wollte Elektriker werden. Während wir beim Türkenfiedern das Schnauben und Kettengerassel der Stalltiere im Hintergrund hörten und den Türkenkolben die beigefarbenen trockenen Hüllblätter abzogen, den feuchten Bart an den Kolbenspitzen abrissen und mit der Oberlippe grinsend unter die Nase klemmten, erzählten die Erwachsenen aus dem Dorf Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend, aber vor allem vom Krieg. Danke für die Einspielung. Dieses inhaltlich sehr gelungene und formal exzellent umgesetzte Hörspiel nach dem autobiografischen Text von Josef Winkler bietet ein gutes Bild über das Kärnten in den 1950er Jahren. Im Besonderen befasst es sich auch damit, wie Geschichte noch Generationen danach prägen kann. Alice Elsner wurde 1978 in Ostberlin geboren. Sie studierte an der Universität Wien Theater-, Film- und Medienwissenschaften, Germanistik, Philosophie und Publizistik. Weiters war sie außerordentliche Hörerin am Institut für Musik und Darstellende Kunst und ihr Studium hat sie mit der Diplomarbeit Der Einsatz der Stimme im Hörspiel abgeschlossen. Diese Diplomarbeit wurde dann auch im Fakultas Verlag als Buch veröffentlicht.
Seit 2004 ist Alice Elsner als Hörspielregisseurin und Radioautorin für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten tätig. Beim Hörspiel des Jahres 2016 mit dem Titel Medea führte sie Regie und auch das heute ausgezeichnete Hörspiel wurde von Alice Elsner inszeniert und zum Hörspiel des Jahres 2019 gekürt. Den Radiopreis der Erwachsenenbildung in der Kategorie Kultur überreicht nun Georg Primas vom Ring österreichischer Bildungswerke. Alice Elsner, die sich derzeit in Deutschland befindet, kann nicht an der Preisverleihung teilnehmen. An ihrer Stelle übernimmt Kurt Reisnecker, der Leiter des Ressorts Literatur und Hörspiel, den Preis. Ich darf nun Georg Primas und Herrn Reisnecker auf die Bühne bitten. Sehr geehrter Herr Reisnecker, im Namen des Rings österreichischer Bildungswerke gratuliere ich Ihnen sehr herzlich zum Radiopreis der Erwachsenenbildung. Ja, wie wir gehört haben, kann Frau Elsner heute nicht hier sein. Ich bitte Sie auch, die Glückwünsche weiterzuleiten und ich bitte um Ihre Dankesworte. Zuerst alles Leid. Herzlichen Dank an die Jury für den Radiopreis der Erwachsenenbildung. Hörspielarbeit ist immer ein Zusammenspiel von vielen. Und deshalb nehme ich den Preis im Namen meines gesamten Teams an. Das sind Manuel Radinger und Emma Peinelt, Daniela Gassner, Stefanie Zussner und Kurt Reisenegger. Außerdem nehme ich den Preis im Namen des Komponisten Christoph Theiler und der Schauspieler Johannes Silberschneider und Oskar Kieseler an. Für uns war es ein großes Glück, an diesem Text, an diesem Thema arbeiten zu können, es auf die akustische Bühne bringen zu dürfen. Und wir hatten eine sehr intensive Zeit, weil uns der Text von Josef Winkler einfach so unter die Haut gegangen ist. Ich bedanke mich für diesen Preis, gerade jetzt in Zeiten des Wiedererstarkens nationalistischer Tendenzen und in Zeiten, in denen man die Knochen der Kriegsverbrecher dann doch lieber unter der Erde lassen möchte, weil sie ja irgendwie stören. In diesem Sinne, herzliche Grüße aus Berlin nach Wien. Ja, vielleicht darf ich auch noch Danke an Alice Elsner sagen, der wir viele wunderbare Hörspiele verdanken. Das Stück selbst war eigentlich eine Auftragsarbeit des Burgtheaters an den Josef Winkler. Und ich kann mich erinnern, ich habe das gesehen und habe mir gedacht, das müssen wir doch als Hörspiel inszenieren. Und zwar einfach, damit mehr Leute das hören können. Und der Unterschied ist tatsächlich ein ganz großer, weil wenn wir ein Hörspiel ausstrahlen, haben wir, aktuelle Zahlen sind es, 120.000 Hörer bei einer einmaligen Ausstrahlung. Also da müsste das Burgtheater sehr oft ausverkauft sein, um auf diese Zahl zu kommen. Die Geschichten im Hörspiel, sagt man es normal, Fiction. Ich komme auch aus dieser Gegend, bin in den 60er Jahren dort aufgewachsen und kann sagen, vieles habe ich selbst gehört mit eigenen Ohren. Und von Max Horkheimer gibt es ja den Satz, man soll nicht wahrheitssadistisch sein. Aber ich glaube, das Stück zeigt ganz gut, dass wir gut beraten sind, niemals zu vergessen, was der Faschismus sozusagen bei den Menschen und in einer Gesellschaft anrichtet. Und in diesem Sinn sage ich sozusagen auch ganz gerührt, weil ich auch sehr betroffen. Vielen Dank für den Preis. Ja, Katharina Gruber, wir gehen gleich zur nächsten Kategorie Information. Bitte, welche Sendungen wurden hier nominiert? Die fünfteilige Reihe Die vergessene Hölle von David Freudenthaler, Michael Meierhofer und Philipp Pankratz, ausgestrahlt im Freirad Innsbruck und auf Radio Agora in Kärnten. Die drei Journalisten machen sich auf eine Reise ins oberösterreichische Gusen mit einigen Fragen im Gepäck. Warum wurde das Konzentrationslager Gusen, ein Nebenlager von Mauthausen, so lange vergessen? Was denken die Menschen, die hier leben, über den Ort? Und wird es in Zukunft ein würdiges Gedenken geben? Die Reportage taucht ein ins örtliche Geschehen und liefert Antworten. Außerdem nominiert die fünfteilige Ö1-Momentreihe Sprechen über 1945, Erinnerung im Wandel der Bewertung von Andrea Hauer, Matthias Täuble, Thomas Haunschmid und Lukas Dremetzberger.
Zentrale Themen sind, wie sich das Erinnern an den Holocaust und an den Zweiten Weltkrieg und vor allem die wissenschaftliche und gesellschaftliche Bewertung der Erinnerung in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Und es geht auch darum, wer überhaupt die Möglichkeit hat, sich aktiv mit dem Erlebten auseinanderzusetzen und wem das Erinnern aufgrund von Traumatisierung unmöglich bleibt. Nominiert in der Kategorie Information ist auch Matthias Deubles und Alina Sklenitschkas Sendung »Sie haben noch keine Bewertung abgegeben« in Moment am Sonntag auf Ö1. Der Beitrag widmet sich dem Phänomen der Online-Bewertungen. Woher kommt die Lust am Bewerten und was macht es mit uns als Gesellschaft, wenn heute jeder von der Hausärztin bis zum Botendienst von der veröffentlichten Meinung im Internet abhängig ist? Die Sendung liefert nicht nur Interviews mit Bewerteten und Bewertenden, sondern auch sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse und Serviceinfos zum Thema. Evelyn Blumenaus und Walter Kreuz Sendung Machmut und die Kunst des Kopiergesprächs, ausgestrahlt in der Sendereihe Offenes Fenster auf Radio Orange 94.0, geht der Frage nach, was wurde eigentlich aus Machmut, der damals dieses kleine Kopiergeschäft in der Wiener Josefstadt hatte. Die Sendung ist eine Zeitreise in die 80er und 90er Jahre, als der aus Ägypten stammende Wiener Machmut Ismail die Integrationsfigur seines Kretzels war, weil man in sein Geschäft nicht nur zum Kopieren, sondern auch zum Plaudern und Weintrinken kam. Außerdem nominiert ist Ulla Ebners Ö1-Radiokolleg-Reihe »Das postfaktische Zeitalter von der Degradierung der Wissenschaft«. Die Gestalterin nähert sich dem Phänomen der sogenannten alternativen Wahrheiten und Parallelrealitäten und erklärt, warum diese Phänomene so attraktiv sind und wie sie die Politik beeinflussen. Und sie zeigt auch, wie Social-Media-Algorithmen das Problem verstärken und welche Auswege es aus dem postfaktischen Zeitalter gibt. Danke, sind ja allesamt sehr interessante Sendungen, die Sie hier präsentiert haben. Der Radiopreis in der Kategorie Information geht an Evelyn Blumenau und Walter Kreuz für die Sendung Machmut und die Kunst des Kopiergesprächs. Herzlichen Glückwunsch. Es war 10:30 in der Nacht und dann noch Licht gebrannt und da waren noch Menschen drinnen, kann noch kopieren. Machmut sagt ja, na klar, sowieso, immer doch. Also die Kunden haben miteinander geplaudert, es war so eine nette Stimmung. Manchmal bin ich da vorbeigegangen, wie ich sehe, er ist alleine und da sind wir immer besser zusammengekommen, so war das. Ich weiß nur, dass ich jedes Mal ein Kaffee angeboten bekommen habe und das war natürlich wunderbar. Ich erinnere mich, dass das Geschäft immer sehr gut besucht war. Da waren also stapelweise Sachen, die es zum Fotokopieren gab. Ich erinnere mich immer, dass er dann nach 18 Uhr alle seine Tische abgeräumt hat und er hat sogar immer eine Flasche Wein gekauft dafür, ohne etwas dafür zu verlangen. Wann schläfst du eigentlich, Machmut? Wann schläfst du eigentlich, Machmut? Mahmuds Antwort auf seine langen Kopiernächte: Schlafen kann ich später, während die Maschinen im Hintergrund weiterliefen, die Walzen sich drehten, auf den ganzen Tag lang, manchmal die ganze Nacht lang. Echte Politik ist das Leben. Wie ich lebe, wie ich esse, wie ich trinke, wie kann ich mein Geld verdienen. Verhältnis zwischen mir und den Nachbarn, Haus mit dem anderen Haus. Die Beziehung zwischen Menschen, das ist Politik. Und schaut, dass die in Frieden miteinander leben, in echter Frieden. Das Leben ist ein Übergang von nichts in Mensch. So wie die Bäume. Ja. Und dann wird man wieder so wie alter Baum oder alte Blumen.
schwach und brauchen wieder Hilfe. So ist das Leben. Wir sind nur Gäste in dieser Welt. Gehört nicht uns, wir nehmen auch nichts mit. Ich merke so in meinem Alter jetzt zum Beispiel, steige ich in die Straßenbahn oder in der U-Bahn und die Leute sagen, setzen Sie sich, setzen Sie sich. Ich glaube ganz im Ernst, dass der Mahmut alle möglichen Sachen von psychischer Not seiner Kunden erfahren hat. Und er hat fast so was Diskretes auch wie ein Beichtvater gehabt. Und da haben alle möglichen Leute Beziehungstragödien und weiß Gott was erzählen können. Und die hat er auch schon gerochen, wenn die Kundschaft nur bei der Tür reingegangen ist. Wenn du dann Mahmut näher kennst, dann hast du das Gefühl, das ist wirklich ein Engel, wirklich, ja. Und er passt zu dieser Welt nicht, weil er ist viel zu gut für die Welt. Und Mahmut, er isst sehr gern Tintenfisch. Er fragt zu mir, wo gehst du hin? Dann ich sage zu ihm, ich gehe Fisch zum Kaufen. Er sagt, oh, dann bring mir Tintenfisch, ne? Das ist ein sehr guter Mensch. Wir sind Freund geworden. Ich bin auf einer Insel geboren, im Nil. Und ich wollte als Arzt oder Straßenkehrer arbeiten. Danke. Die Geschichte des Mahmut Ismail, das ist eine Geschichte einer Willkommenskultur. Das ist die Geschichte eines sich Kümmerns. Das ist die Geschichte von Zusammenhalt, von sozialem Zusammenhalt, die hier erzählt wird. Und zuständig und verantwortlich für diese Geschichte ist der Migrant Mahmut Ismail, der mit seinem Kopierladen in einem Wiener Grätzl diese Kultur ganz entscheidend geprägt und gestaltet hat. Evelyn Blumenau aus Wien ist freischaffende Künstlerin, Sängerin, Schauspielerin, Autorin und Radioredakteurin. Als Schauspielerin trat sie unter anderem im Theater Phoenix in Linz, im Theaterbrett in Wien sowie im Theater Spielraum auf. Evelyn Blumenau ist auch als Komponistin und Sängerin der Musikgruppe Novisat tätig. Sie ist Gründungsmitglied der Gruppe Gecko Art und sie arbeitet an der Schnittstelle Hörspiel, Sprechaufnahme, Erzählen mit Menschen aller Altersstufen und vermittelt einen freien Zugang zu eigenen dramaturgischen Fähigkeiten. Der Schauspieler, kunstschaffende Autor und Audioperformer Walter Kreuz stammt ebenfalls aus Wien. Als Ensemblemitglied verschiedener Theatergruppen spielte er in Stücken von Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt und William Shakespeare. Kreuz textet und produziert Hörspiele und Radiofeatures und gemeinsam mit Evelyn Blumenau hat er die Gruppe Gecko Art gegründet, in der er viele Audioprojekte und Konzepte erarbeitet und bewegliche Hörobjekte und Riesenmarionetten konstruiert hat. Mit dem Radiopreis der Erwachsenenbildung wurden beide Evelyn Blumenau und Walter Kreuz bereits in den Jahren 2010, 2011 und 2017 ausgezeichnet. Den Radiopreis der Erwachsenenbildung in der Kategorie Information überreichen nun Pia Lichtblau vom Verband Gewerkschaftliche Erwachsenenbildung sowie Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen und Vorstandsmitglied im Österreichischen Volkshochschulverband. Und ich darf die beiden Preisüberreicher sowie die beiden PreisträgerInnen auf die Bühne bitten. Bitte sehr. Dann beginne ich einmal. Ich freue mich und gratuliere Ihnen und gebe das Wort gleich weiter, weil es muss kurz sein. Vielen Dank. Auch ich freue mich ganz besonders und zwar persönlich deswegen, weil ich als Studentin sowohl Nachbarin als auch Kundin als auch Gesprächspartnerin von Mahmut in seinem Kopiergeschäft war und es mich deswegen extrem gefreut hat, diesen Beitrag zu hören und es mich noch mehr freut, dass er dann auch noch gewonnen hat. Ich gratuliere und bitte um Ihre Dankesworte. Ja, herzlichen Dank. Schön, dass wir eine Kundin da haben. Wir haben leider viele Kunden nicht da, die alle kommen wollten. Und diese Sendung war auch ein Contact Tracing der besonderen Art für uns nämlich und für Mahmut selber auch. Denn wir haben versucht, nach 20 Jahren, als das Geschäft geschlossen wurde,
nach 20 Jahren irgendwie die Kunden alle noch aufzutreiben und sind da oft auf der Straße herumgelaufen, sind Leuten nachgelaufen, die wir nur eigentlich vom Gesicht her gekannt haben und die haben sich etwas bedrängt gefühlt, war ein bisschen eigenartig. Und wir haben immer gesagt, ja, kennen Sie das Kopiergeschäft, kennen Sie den Mahmud, haben Sie da kopiert? Und immer, ja. Und da war dieses Funkeln in den Augen bei den Leuten und das nach 20 Jahren, es ist unglaublich, also wie wenn es gestern gewesen wäre. Und da konnten wir nicht mehr zurück und das, also die ganze Produktion war sehr sphärisch für uns auf der einen Seite, sehr berührend und ja, ich kann nur sagen, danke Mahmud. Wir kommen nun zur nächsten Kategorie Bildung, Wissenschaft und in dieser Kategorie wird der Eduard-Bleuer-Preis vergeben. Benannt ist der Preis nach dem 1998 verstorbenen Erwachsenenbildner, der lange Jahre lang Mitglied der Hörer- und Sehervertretung des ORF und auch Mitglied des Kuratoriums war. Katharina Gruber, würden Sie uns nun bitte die Sendungen in der Kategorie Bildung, Wissenschaft vorstellen? Nominiert ist die Sendung Barrierefreiheit im Museum von Markus Ladstätter in der Sendereihe Barrierefrei aufgerollt auf Radio Orange 94.0. In der Reportage, die direkt in den Museumsalltag einsteigt, fragt sich der Gestalter, ob die Wiener Museen tatsächlich so barrierefrei sind, wie sie behaupten. Er besucht Führungen im Kunsthistorischen und im Technischen Museum für Menschen mit Lernschwierigkeiten und für Menschen mit Sehbehinderungen und spricht anschließend mit den Teilnehmenden darüber, was sie vom Museumsbesuch mitgenommen haben und wie sie das Angebot bewerten. In der Reportage Training gegen Online-Hetze in der Ö1-Sendereihe Moment begleitet Alina Sklenitschka einen ehemaligen Hassposter, einen Arzt aus Wien, auf seinem Weg zu lernen, dass seine Worte Verletzungen zufügen. Sie porträtiert das Bewährungshilfeprogramm Dialog statt Hass des Vereins Neustadt und erklärt, wie es gelingen kann, dass Täter aufhören, menschenverachtende Kommentare im Internet zu verbreiten. Sie erklärt auch, dass Hasspostings nicht am Rand der Gesellschaft entstehen, sondern aus ihrer Mitte kommen. Nominiert ist auch Tanja Rogaunigs Beitragsreihe Mehr Tabu als Sex, die Menstruation im Porträt. Im Ö1-Radiokolleg nähert sich Rogaunig der Menstruation und dem Schweigen darüber, das dazu führt, dass in unserer Gesellschaft immer noch mangelndes Wissen und eine negative Einstellung zur Regelblutung vorherrschen. Die Gestalterin versucht, diese Wissenslücken auch zu schließen, indem sie mit GynäkologInnen darüber spricht, was während der Menstruation im Körper passiert. Außerdem nominiert: Es gab nicht nur eine DDR, Ansichten und Rückblicke aus dem deutschen Osten von Renata Schmidt-Kunz. Die Sendung wurde ausgestrahlt im Ö1-Radiokolleg. Die Gestalterin geht Fragen nach, die sie sich selbst zur DDR stellt, beziehungsweise schon stellte, als es diese noch gab. Welche Facetten der DDR kamen in der westlichen Berichterstattung zu kurz? Was war die Deutsche Demokratische Republik wirklich? Und vor allem, wer waren die Menschen, die in der DDR lebten? Mit ca. 20 Interviews lässt Schmidt-Kunz ein vielschichtiges Bild entstehen. Danke. Der Eduard-Bleuer-Preis in der Kategorie Bildung, Wissenschaft geht an Renata Schmidt-Kunz für ihre Sendung Es gab nicht nur eine DDR vom Radiokolleg auf Ö1. Wir gratulieren sehr, sehr herzlich. Die DDR war eine höchst vielschichtige Angelegenheit auf der Oberfläche des Staates, der Ideologie und der offiziellen Politik.
gab es natürlich nur sehr, sehr wenige Pluralität. Alles sollte möglichst ideologisch einheitlich sein. Es war aber nie so einheitlich totalitär, wie wir das etwa aus der Zeit des Nationalsozialismus kennen. Es gab durchaus eine Vielfalt. Aber unter dieser Oberflächenschicht gab es immer auch einen Untergrund. Das heißt, das Leben der Menschen in den vielen kleinen Lebenskreisen, in den Nischen, in den Künsten, in den Kirchen, in den Nachbarschaften und so weiter. Und da möge man überhaupt nicht unterschätzen, wie vielfältig und bunt es da zugegangen ist. Das heißt, die Menschen haben sich ihre Freiheiten schon gesucht. Viele, so sagt man heute etwas ironisch, haben jeden Abend nach 20 Uhr geistige Republikflucht begangen, weil sie das Westfernsehen anschalteten und von da ab nur noch Westsender gesehen haben. Das war nicht in allen Regionen der DDR möglich, aber in vielen schon. Das heißt, die DDR als eine grau in grau, einheitlich ideologisch dominierte Gesellschaft zu verstehen, geht völlig an der Wirklichkeit vorbei. Frank Richter, geboren 1960, stammt aus Rosenhain bei Meißen und wuchs als katholischer Christ auf. Da er den Kriegsdienst ablehnte, machte er einen militärischen Wehrersatzdienst als Bausoldat. Die evangelische Kirche hatte diese Möglichkeit in 10 Verhandlungen Mitte der 1970er Jahre durchgesetzt. Trotzdem, wer Bausoldat wurde, musste mit Nachteilen in der Ausbildung, im Studium und in der Karriere rechnen. Viele Bausoldaten bildeten später die Opposition in der DDR und gehörten zu den Wegbereitern der friedlichen Revolution. Die Bausoldaten sind eine eigene Gruppe. Bis heute treffen wir uns 18 Monate in einem Zimmer gemeinsam auf engstem Raume, haben wir miteinander gelebt und diese Zeit überstanden. Da sind Freundschaften gewachsen. Es gab auch Spitzel des Staatssicherheitsdienstes bei den Bausoldaten, aber sehr, sehr selten. In aller Regel ist das eine eingeschworene Truppe und man wusste schnell umeinander. Man kann sich vertrauen und man lehnt dieses repressive System ab. Wir hatten keine Waffen, aber wir waren in Uniform gesteckt und dort gab es noch mal eine Stasi innerhalb der Armee und wir sind dann auch als Bausoldaten in einem Gesamtkonstrukt, nämlich der Offiziersschule der Marine in Stralsund, war ich damals ziemlich oft gedemütigt worden oder eben auch willkürlich behandelt worden. Weil ihm nach Stasi-Bespitzelungen das Pädagogikstudium verwehrt wurde, studierte Frank Richter katholische Theologie. 1987 wurde er zum Priester geweiht und Kaplan und Domvikar an der Dresdner Hofkirche. Als bei einer Großdemonstration am 8. Oktober 1989 Polizei und Sicherheitskräfte die Demonstranten einkesselten, waren es Frank Richter und sein Kollege Andreas Leuschner, die auf die Volkspolizei zugingen und Gespräche zur Deeskalation führten. Als Mitglied der Gruppe der 20 war Frank Richter einer jener 20 Dresdner Bürger, die mit Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer verhandelten. Berghofer war Mitinitiator der Dresdner Dialoge und verhinderte Repressalien gegenüber DDR-Oppositionellen. Frank Richter moderierte später runde Tische und war aktiv an der friedlichen Revolution beteiligt. Der Begriff Bürgerrechtler war ihm damals unbekannt. Das Wort Bürgerrechtler habe ich zum ersten Mal gehört, Anfang der 90er Jahre, als die Wiedervereinigung bereits vollzogen war. Danke sehr. Der Titel »Es gab nicht nur eine DDR« ist Programm. Den jenseits von Klischees einer sehr westlichen Sichtweise zeichnet Renata Schmidt-Kunz sehr mutig ein vielfältiges Bild der ehemaligen DDR. In der DDR wurde gelebt und geliebt, es wurde gelitten und gehofft. Menschen folgten einer Vision. Menschen wurden aber auch überwacht. Renata Schmidt-Kunz wurde 2014 mit dem Axel-Korti-Preis der österreichischen Erwachsenenbildung ausgezeichnet. Dieser Preis wird im Rahmen des Fernsehpreises vergeben und sie hat ihn für ihre wertvolle Tätigkeit in Radio und Fernsehen erhalten. Renata Schmidt-Kunz studierte evangelische Theologie in Wien und in Montpellier. Und ihre journalistische Laufbahn begann sie 1989 als Redaktionsassistentin beim Bayerischen Rundfunk. Im Jahr darauf wechselte sie bereits in die Abteilung Redaktion Religion des ORF-Fernsehens und sie leitete die Sendungen Religionen der Welt und Was glaubst du? Und das Dreisat-Religionsmagazin Tagebuch, das sie auch moderierte. Sie gehört zum Gründungsteam von Kreuz und Quer und gemeinsam mit dem Team wurde sie im Jahr 1999 mit dem Spezialpreis der Romy für Kreuz und Quer ausgezeichnet. Weiters war sie 4 Jahre lang als eine der Gastgeberinnen
des Club 2 tätig, und zwar genau bis 2012. Seit 1995 moderiert Renata Schmidt-Kunz Sendungen in Ö1, wie das Radiokolleg oder von Tag zu Tag. Und in der Sendung Im Gespräch führt sie seit vielen, vielen Jahren bzw. Jahrzehnten Gespräche mit Prominenten aus der Welt der Wissenschaft, Kultur und Politik. Den Eduard-Pleuer-Preis überreichen nun Tatjana Baborek vom Wirtschaftsförderungsinstitut Österreich und Angela Schmidt von der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreich an Renata Schmidt-Kunz. Und ich darf die Preisträgerin, Frau Schmidt-Kunz, und die beiden Überreicherinnen, Frau Baborek und Frau Schmidt, auf die Bühne bitten. Bitte sehr. Frau Schmidt-Kunz, im Namen des gesamten WIFI der Wirtschaftskammer Österreich möchte ich Ihnen ganz herzlich zum Radiopreis gratulieren. Auch von meiner Seite die herzlichen Glückwünsche, und ich darf Sie um Ihre Worte bitten. Ja, vielen Dank. Ich bin froh, dass die Maske jetzt kurz weg ist, damit man sieht, dass ich lächle, weil ich mich wirklich, wirklich sehr, sehr über diesen Preis freue. Es ist ein Preis, einen Preis zu bekommen, noch dazu so einen renommierten wie den Eduard-Pleuer-Preis, den ich übrigens noch gekannt habe, den Herrn Pleuer, zu bekommen für eine journalistische Arbeit, die so polarisiert hat, wie das mein Radiokolleg zum 30. Jahrestag der sogenannten Wende vom Jahr 1989 getan hat, freut mich natürlich ganz besonders. In mittlerweile 31 Jahren ORF-Mitarbeit habe ich noch nie vergleichbare Reaktionen von Vorgesetzten und Kolleginnen bekommen, wie auf dieses Radiokolleg. Während der Großteil der wirklich vielfachen Zusendungen und Reaktionen des Publikums überaus positiv war, ganz im Sinne dieses Satzes, gut, endlich mal was anderes über die DDR zu hören, musste ich mich intern rechtfertigen dafür, dass ich Mauertote, Schießbefehle und Stasi als G- und B-Kant vorausgesetzt habe. Wahrscheinlich ist es auch ein historisches Problem, das wir als Journalistinnen und Journalisten in Zukunft auch wahrnehmen müssen, dass eine jüngere Generation vieles nicht mehr kennt und daher vielleicht etwas vermisst hat. Das würde ich vielleicht als kleine Kritik an mir selbst äußern. Und stattdessen Bürgerinnen und Bürger der DDR selber sprechen habe lassen über ihr Leben, ihre Ideale, ihre Träume, ihre Enttäuschungen. Und Sie können mir glauben, dass in diesen Gesprächen sehr viele Menschen auch sehr gerührt waren, so wie ich jetzt. Es ist gut zu wissen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer unter Beobachtung der Öffentlichkeit steht. Der ORF gehört ja dieser Öffentlichkeit. Und in unserer Arbeit brauchen wir ganz dringend Kritik von außen, und wir brauchen auch Ermutigung. Und in diesem Sinne danke ich der Jury sehr herzlich, dass sie meinen Beitrag für wert befanden, ausgezeichnet zu werden. Und an dieser Stelle, weil ich denke, dass viele von meinen Interviewpartnerinnen und Partnern heute per Stream diese Preisverleihung verfolgen, danke ich Ihnen, die Sie mir Interviews gegeben haben, stundenlang, und uns allen so Einblick in Ihre Geschichte und in Ihr Leben ermöglicht haben. Und ich grüße alle Interviewpartner, die jetzt im Osten Deutschlands sitzen und zuschauen. Vielen Dank, und vielen Dank an die Jury und an Sie alle. Dankeschön. Die nächste Kategorie befasst sich mit interaktiven und experimentellen Produktionen. Bitte, welche Sendungen wurden hier nominiert? Hörpfade binational, Leben mit NS-Geschichte, ausgestrahlt auf Radio Froh, dem Freien Rundfunk Oberösterreich. Von Michael Diesenreiter, Judith Schönicke, Andrea Wahl, Roswitha Gröll, Bernhard Jugel und 23 Projektteilnehmenden.
Die Reihe entstand aus einem gleichnamigen Projekt, in dem sich Menschen aus der Region rund um die bayerische Kleinstadt Dachau und aus der oberösterreichischen Region Mauthausen, Gusen, St. Georgen auf Spurensuche begeben haben und die lokale NS-Geschichte und ihr Nachwirken in die Gegenwart hörbar gemacht haben. Was ist normal? Diese Frage stellen sich die SchülerInnen der Klasse 7M des Montessori-Oberstufenrealgymnasiums Gröding unter der Leitung des Lehrers Alexander Naringbauer, nachdem sie im ersten Corona-Lockdown in der sogenannten neuen Normalität angekommen sind. Sie schildern Veränderungen im Alltag, ihren Umgang mit der Pandemie und wie sie sich selbst dadurch verändern. Die Sendung »Was ist normal?« wurde in der Sendereihe Radiofabrik Workshop Productions auf der Radiofabrik, dem Freien Rundfunk Salzburg, ausgestrahlt. Nominiert wurde außerdem Tell Together, das Hörspiel zur Corona-Krise von Christina Steinböck, ebenfalls auf der Radiofabrik ausgestrahlt. Tell Together ist ein sogenanntes Schwarmhörspiel, das heißt ein Hörspiel zum Mitmachen. Ziel ist es, jenen eine Stimme zu geben, denen in der Corona-Krise gewissermaßen die Worte fehlen. Ihre Gedanken hat die Gestalterin zusammengefügt und daraus ein buntes Mosaik entstehen lassen, über dem die Frage schwebt: Wohin wird uns diese Krise als Gesellschaft noch führen? Danke. Der Radiopreis der Erwachsenenbildung in der Kategorie Interaktive und experimentelle Produktionen geht an Alexander Naringbauer und die Schülerinnen und Schüler des Montessori-Oberstufenrealgymnasiums in Grödig für ihre Sendung »Was ist schon normal?« Herzlichen Glückwunsch. Was ist eigentlich normal? Diese Frage haben uns wir, die 7M des Mark Grödig, im Unterricht gestellt. Eingeholt hat uns die neue Normalität. Ausgangsbeschränkungen, Homeschooling, Distanz halten und vor allem selbst betroffen zu sein. Aus den Fragen, die uns beschäftigen, haben wir eine Radiosendung gemacht. Wir haben Texte geschrieben, Interviews geführt, Umfragen gemacht, ein paar Tipps zum Homeschooling und zum Umgang mit Corona gesammelt und nicht zuletzt Musik ausgesucht. Aus unseren Wohnzimmern begrüßen euch Kira und Marlene. Und wenn der Ton manchmal etwas rauscht, liegt das daran, dass wir alles zu Hause mit unseren Handys aufgenommen haben. Was wäre, wenn? Eine Frage, die sich bestimmt jeder von euch schon mindestens einmal gestellt hat. Dieses Wenn ist nun Realität geworden. Jetzt heißt es nicht mehr, was wäre, wenn die ganze Stadt schließen muss? Was wäre, wenn ein lebensbedrohlicher Virus die Welt beherrscht? Stattdessen heißt es nun, durchhalten. Eine Krise, die uns alle betrifft. Die einen vielleicht mehr als die anderen. Zu Hause eingeschlossen. Unwissend, wie es in der Zukunft weitergehen wird. Welche Reaktionen kann man anhand dieser Tatsachen im öffentlichen und privaten Leben erkennen? Normalität. Ein Wort, doch viele Definitionen. Lassen Sie sich mal das Wort auf der Zunge zergehen. Normalität. Was bedeutet Normalität für Sie? Für mich bedeutet Normalität im Schulalltag aufzustehen, zu frühstücken und zur Schule zu fahren. Routine. Es gibt immer wieder Abweichungen. Doch gab es schon mal so eine drastische Abweichung? Eine Abweichung aufgrund einer Epidemie? Nein. Aufgrund einer Pandemie? Auch nein. Mein Tag beginnt nun ganz anders. Aufstehen, Frühstück machen, zu der Arbeitszimmertür meiner Mutter gehen. Es ist die Tür, die zur Quarantäne führt. Die Quarantäne, die es normalerweise nicht geben würde. Die Quarantäne, die eine Ausbreitung des Coronavirus verhindern soll. Ich klopfe. Stelle das mit Liebe vorbereitete Frühstück auf den Boden. Sage guten Morgen und gehe zurück zur Küche. Von hier aus rufe ich. Safe. Safe. Ein Wort mit einer ganz neuen Bedeutung. Safe.
Sicher. Doch sicher vor Corona? Danke. In der Normalität der Pandemie stellen die Radiomacherinnen diese so bedeutungsvolle Frage, was ist normal? Sie geben den Schülerinnen und Schülern in der Quarantäne eine Stimme und so nebenbei gibt es auch Tipps fürs Homeschooling. Alexander Nadingbauer unterrichtet am Montessori-Oberstufenrealgymnasium Grödig Deutsch, Geschichte und Film und an der Pädagogischen Hochschule in Salzburg Mediendidaktik. Nach seinem Studium der Geschichte und der Kommunikationswissenschaften war er zwischen 2008 und 2016 auch als leitender Medienpädagoge beim Institut für Medienbildung tätig. Er war beim Freien Fernsehen Salzburg und bei der Radiofabrik in Salzburg. Mit dem Thema Normalität haben sich die Schülerinnen und Schüler fächerübergreifend in Psychologie, Deutsch und Geschichte auseinandergesetzt und Alexander Nadingbauer hat sie bei der Umsetzung der Sendung begleitet. Die Sendung Was ist normal? Wurde mit dem Preis des Kreativwettbewerbs Projekt Europa und dem Media Literacy Award des Bildungsministeriums ausgezeichnet. Den Radiopreis der Erwachsenenbildung in der Kategorie Interaktive und experimentelle Produktionen überreichen nun Markus Feigl, Geschäftsführer des Büchereiverbandes Österreich, und Michael Sturm, Geschäftsführer des Berufsförderungsinstitutes Österreich, an Alexander Nadingbauer und eine kleine Delegation der Schülerinnen und Schüler. Und ja, herzlichen Glückwunsch und ich darf nun Sie auf die Bühne bitten. Bitte sehr. Wir gratulieren ganz herzlich zum Radiopreis der Erwachsenenbildung und für uns ist Ihr Beitrag auch ein sehr gelungenes Beispiel dafür, wie viel Kreativität in einer Krise freigesetzt und wie viel Neues auch unverhofft gelernt werden kann. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Also normalerweise würden wir Ihnen... Erzählen Sie uns was und Gratulation von mir und bitte, ja. Entschuldigung. Nein, passt schon, passt schon. Ja, also normalerweise würden wir Ihnen jetzt gerne die Hand schütteln und uns bedanken, aber Händeschütteln ist ja zurzeit alles andere als normal. Aber Danke sagen kann man ja auch mit Worten. Also im Namen unserer Klasse würden wir uns sehr recht herzlich bedanken bei der Volkshochschule, der Österreichischen Volkshochschule und der Jury für die Auszeichnung dieses Radiopreises und vor allem auch für die tolle Unterstützung von der Frau M. Raffelseder. Dankeschön. Und allen voran möchten wir natürlich auch unserer Klasse danken, weil trotz dieser ungewöhnlichen Zeit ist der Zusammenhalt einfach bestehen geblieben und so haben wir auch letztendlich die Radiosendung meistern können. Und zuletzt natürlich ein großes Dankeschön an unseren Lehrer, den Herrn Nadingbauer, der uns immer mit sehr viel Unterstützung beigestanden ist und den letzten Schliff so hinbekommen hat, dass die Radiosendung auch so ist, wie sie jetzt ist. Also ja, es war ein Versuch der neuen Normalität, ein bisschen auf die Spur zu kommen. Vielen Dank. Die letzte Kategorie im Radiopreis der Erwachsenenbildung ist die Kategorie Sendereien. Katharina Gruber, bitte stellen Sie uns die nominierten Sendungen vor. Nominiert ist die Sendereihe FM4 Philosophie und Pizza auf Radio FM4 von Daniel Grabner, Nina Hochreiner und Cornelia Lee. In der Sendung werden PhilosophInnen zum gemeinsamen Pizzaessen und Philosophieren eingeladen. Dabei werden gesellschaftsrelevante Themen diskutiert, wie beispielsweise Anerkennung und Selbstfindung im Zeitalter von Social Media oder was eine gute Streitkultur ausmacht. Die Hosts spendieren nicht nur Pizza, sondern auch interessanten Input, an dem die Eingeladenen auch manchmal zu knabbern haben.
In der FM4 im Sumpf-Sommerserie The Divided States of America begibt sich Thomas Edlinger auf eine musikalische Reise durch das alternative US-Amerika, das auch in den vier Trump-Jahren weiter laut war. Texanischer Postpunk hat ebenso Platz wie queerer Country und daneben gibt es noch viel Raum, um die Weiten der Vereinigten Staaten auch soziologisch und kulturell mit Gästen aus Österreich und den USA zu ergründen und zu zeigen, dass die Staaten im Wahljahr 2020 mehr gespalten als vereinigt waren. Ebenfalls nominiert: kulturelle Nahversorgung auf dem Land und in der Stadt, ein Programmschwerpunkt aller 14 freien Radios in Österreich, koordiniert von Eva Schmidhuber. Der Querschnitt durch die österreichische Kulturlandschaft beleuchtet in 10 Beiträgen Kulturinitiativen auf dem Land und im städtischen Kretzel in unterschiedlichen Bundesländern. Die GestalterInnen fragen sich dabei, was die Menschen hinter diesen Kulturinitiativen antreibt, welchen Beitrag sie leisten in Sachen Teilhabe und Regionalentwicklung und wie diese Initiativen kulturwissenschaftlich einzuordnen sind. Danke sehr. Ja, die Jury hat sich wie in allen anderen Kategorien auch nach sehr langen und umfangreichen Diskussionen und ich muss sagen auch sehr punkteknapp entschieden, den Radiopreis der Erwachsenenbildung in der Kategorie Sendereien zu vergeben an die Sendereihe im Sumpf, The Divided States of America, an Thomas Edlinger. Herzlichen Glückwunsch. In sehr I don't take responsibility at all. And I woke up. There's no better word than stupid. In a fucked up America. Amerika, das ist Trumpland und Black Lives Matter. Eine Sehnsucht und ein American Nightmare. The Divided States of America. This is Was war der Mythos Amerika und was wird aus seiner Wirklichkeit? I still have a dream. Trying times all the time. Because the revolution will not be televised. Eine FM4 im Sumpf Sommerserie. I can't breathe it. For me, I think it's more honest, the fact that everything is burning. Because it's like, exactly, like all of the things come to the surface, finally. And these are things that have been going on for I mean, the United States historically is just so deeply problematic. I'm going to share a few scenes from my own life, mixed in with the ways that race and gender have historically and currently intersected to shape the lives of Black trans people. Ready? Gibt's etwas, von dem man wirklich sagen kann, hier unterscheidet sich die neue Welt von der alten Welt ganz fundamental? Das schiere Faktum, dass diese Nation sehr jung ist, noch immer sehr jung ist, macht einen riesigen Unterschied. Also, dass der Akt des Abstandnehmens von der kolonialen Nation oder von den sozusagen europäischen Herkunft mit der Gründungsakt dieses Landes, dieser Nation war, spielt eine große Rolle bis heute. Zweitens, dass parallel dazu aber natürlich auch sich schon die Täternation USA auch artikuliert, also wie sehr sich Menschen heute, 2020, beziehen auf dieses Abstandnehmen der 1770er und 1780er Jahre, ist enorm. Und wieder halt natürlich der Freiheitsbegriff, wie heißt das, das Motto von New Hampshire, was auf allen Autonummernschildern draufsteht, Liberty or Death, dieses Pathos, das sich darin äußert, das hat man immer noch. In sehr differenzierten Gesprächen, gut verständlich und in einer sehr unaufgeregten Art und Weise, setzt sich Thomas Edlinger mit den Vereinigten Staaten unter Donald Trump auseinander. Dabei zeigt er das andere Amerika in seiner Widersprüchlichkeit, aber auch in seiner Großartigkeit. Der Radiojournalist und Autor Thomas Edlinger studierte Philosophie, Germanistik und Publizistik und ist Lehrbeauftragter am Institut für Bildende Kunst und Kulturwissenschaften an der Universität Linz. Er kuratierte zahlreiche Ausstellungen, zum Beispiel am OK-Zentrum für Gegenwartskunst in Linz, am Kunstmuseum Lentos, aber auch in Wien und in anderen Städten. Seit 2017
ist er künstlerischer Leiter des Donaufestivals in Krems. Als Autor setzte er sich unter anderem mit Kultur und Politik in Israel, mit der Kunst im öffentlichen Raum auseinander, mit Political Correctness und mit Kulturkritik. 2010 erhielt Thomas Edlinger gemeinsam mit Fritz Ostermeier den Radiopreis der Erwachsenenbildung für die Sendereihe Im Sumpf. Den Radiopreis der Erwachsenenbildung in der Kategorie Sendereihen überreichen nun Bernd Wachter, Geschäftsführer des Forums Katholische Erwachsenenbildung, und der Geschäftsführer des Ländlichen Fortbildungsinstituts Österreich, Bernhard Keiler. Und ich darf Sie und den Preisträger nun auf die Bühne bitten. Bitte sehr. Also von meiner Seite, vom Ländlichen Fortbildungsinstitut, herzliche Gratulation. Konkret. Danke vielmals. Darf mich dem anschließen, ganz herzliche Gratulation für diesen wunderbaren Beitrag, hochinteressanten Beitrag über die Widersprüchlichkeit Amerikas. Und möglicherweise verbindet uns eines in ganz besonderer Weise, dass diese Widersprüchlichkeit in eine neue Präsidentschaft gemündet hat. Ganz herzliche Gratulation im Namen des Forums Katholischer Erwachsenenbildung. Etliche Mitglieder haben mir gesagt, sie sind heute dabei. Wir sind über 70. Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich. Wir haben vorher draußen uns ja getroffen. Hätte ich gewusst, dass Sie gewinnen, ich hätte Sie in besonderer Weise schon vorweg gewürdigt. Herzlichen Dank für diesen tollen Beitrag. Danke vielmals. Ja, von meiner Seite auch danke an viele Menschen. Also das Thema ist einem ja in diesem Jahr fast geschenkt worden, wenn man das so ausdrücken kann. Zunächst möchte ich mal danken dem Kollegen Rudi Ortner von FM4, der meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Jingle gebaut hat, den man am Anfang dieser Zuspielung hören konnte. Dann meinen Kollegen und Kolleginnen Katharina Seidler und Fritz Ostermeier von der Sendung Im Sumpf, die auch an dieser Sendung mitgearbeitet haben. Ich habe in dem Fall ein wenig mehr als sie gemacht, aber sie sind immer essentiell dafür, dass das überhaupt so stattfindet, wie es stattfinden kann. Und waren auch sehr hilfreich mit ganz vielen Vorschlägen und Ideen. Und zu guter Letzt, diese Sendung wäre nichts, oder auch im Speziellen diese Reihe wäre nichts gewesen, ohne die großartigen Beitragenden, die ich interviewen durfte oder die auch auf eine andere Weise beigetragen haben, indem sie interessante Bücher, Texte geschrieben haben oder Musik produziert haben, die in gewisser Weise sprechend für dieses Thema war. Und mich selber hat es, ich selbst habe in gewisser Weise auch dieser Sendung zu verdanken, dass ich jetzt mehr über Amerika weiß, als ich vorher wusste, und dass viele der Vorstellungen, die ich vorher hatte, die vielleicht ein wenig klischiert waren, die mit vielen Vorurteilen behaftet waren, nun aufgeweicht sind und sich in ein differenzierteres Bild über dieses doch immer noch sehr mythologisch aufgeladene Land verwandelt haben. Dafür auch vielen Dank. Ja, wir sind damit am Schluss der heutigen Veranstaltung angelangt und ich hoffe, wir konnten auch darauf hinweisen, dass Radiohören auf eine sehr vielfältige Art und Weise anregend und informativ ist, aber auch sehr nützlich ist. Und ich glaube, wir haben heute auch wieder sehen und hören können, dass Qualitätsradio innovativ ist, dass Qualitätsradio auf der Höhe der Zeit ist. Gerade in schwierigen Zeiten ist Radio ein sehr wichtiges Medium. Das bewusste Zuhören ist eine aktive und intensive Auseinandersetzung mit Botschaften, mit Musik, mit Literatur, mit Wissen, mit Diskursen. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Katharina Gruber für die sehr aussagekräftige und gute Zusammenfassung der nominierten Sendungen. Im Namen der Konferenz der Erwachsenenbildung bedanke ich mich bei allen Jurymitgliedern, allen anderen Mitwirkenden sowie beim ORF und seinen mit dem Radiopreis befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vielen Dank und auf Wiedersehen und produzieren Sie bitte weiterhin Qualitätsradio auf höchstem Niveau.
Danke sehr und bleiben Sie gesund.